Moin, ja, heute möchte ich euch mal mein zweites kleines, ja, ich sag mal, Spielzeug vorstellen. Eine Aprilia RS 125, Zweitakter, Baujahr 97, ja, offen mit, ja, knapp 30 PS. Und ja, die habe ich vor gut 2,5 Jahren eigentlich just for fun gekauft, weil ich Lust hatte auf so eine Zweitakter. Das war ja irgendwie damals so der Traum, mit 16 wollte jeder so ein Ding haben, aber gefühlt unbezahlbar, ja. Und so kam es, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, so ein Ding möchte ich jetzt mal haben und das in Ruhe wieder schön fertig machen. Ja, sie ist noch nicht perfekt. Ja, aber es ist schon viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Sie war komplett auseinander. Technisch ist alles so weit gemacht, dass sie wieder vernünftig läuft. Ja, und jetzt sind es natürlich noch so ein paar Schönheitsmakel, worüber man noch so hinwegsehen kann oder auch nicht. Ja, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Zweitakter sind halt echt speziell, das muss ich schon sagen, von der ganzen Fahrcharakteristik her. Und natürlich, wenn man sonst deutlich mehr Leistung zur Verfügung hat, sind 30 PS sehr übersichtlich. Nichtsdestotrotz macht es viel, viel Spaß, damit zu fahren. Was mir aufgefallen ist im Zuge der, ja, Aufbereitung des Ganzen, es ist mittlerweile echt schwierig geworden, an Teile zu kommen. Einige Sachen gibt es gar nicht mehr. Unter anderem zum Beispiel für die Bremszange vorne mussten die Dichtringe der Kolben erneuert werden. War hier in Deutschland schon vor 2 Jahren nicht mehr zu bekommen. Ich habe sie dann noch über eBay in Großbritannien eben ergattern können für ein horrendes Geld. Und auch so sind einige Ersatzteile echt unverschämt teuer, wenn man sie dann noch über Aprilia beziehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Projekt so vorgenommen und habe es durchgezogen und bin auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe und ja, möchte sie auch nicht wieder hergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht Spaß, ab und zu mal eine kleine Runde damit zu drehen und ich finde, sie sieht eigentlich ganz schick aus. Ja, kann man einmal so drum zugehen und können dann gleich nochmal einen kleinen Soundcheck machen. Ist eine Aero-Komplettanlage drunter. Ja, und klingt natürlich unter Last wirklich, wirklich gut. So im Stand ist das natürlich alles recht übersichtlich. Wir haben natürlich kein ABS oder sonstige elektronischen Schnickschnack. Ganz, ganz klassische Rundinstrumente. Und ja, der hat ein bisschen Temperatur. Ich bin gerade schon ein bisschen gefahren. Und ja, wir starten sie einfach mal einmal. Ich habe hier noch andere Hebel verbaut, wie man sehen kann, von ProBrake. Die sind auch wirklich schick und von der Farbe her ganz, ganz weit vorne, muss ich sagen. Ja, ansonsten ist sie eigentlich relativ original, bis auf die Auspuffanlage und die Hebel. Auch die Spiegel sind original. Da muss man dazu sagen, da sieht man nicht allzu viel drin. Aber gut, was erwartet man, ne? Im Grunde genommen bin ich sowieso eigentlich viel zu groß für dieses Motorrad, aber sei es drum. Ja, soweit zu meiner 125er. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis denn.